Ich hoffe, es geht allen gut, trotz tropischer Temperaturen hier. Wir sind jetzt hier in der Nachmittagssession zur Produktregulierung bunte Vielfalt. Welche Produktregulierung brauchen wir in einem zukünftigen legalen Markt? Und wir hören jetzt am Anfang erstmal ein Impulsreferat von Dr. Gerrit Amphausen. Okay, ich gebe euch einen kurzen Impulsvortrag. Ich bin Gerrit übrigens. Kurzer Impulsvortrag, 5 Minuten zum Thema bunte Vielfalt und Produktregulierung. Bunte Vielfalt hört sich gut an für mich. Man kann sich das vorstellen. Man kommt da rein in den Laden, alles voll mit Gras, mit Hasch. An der Wand so ein Tank mit E-Liquid, kann man sich einen Liter abfüllen, kein Problem. So wird es natürlich nicht sein, das ist eine Utopie. Und demgegenüber steht natürlich auch ein bisschen die Sorge einer Dystopie, dass man am Ende dasteht mit Produktregulierungen, die viel zu streng sind. THC-Limit und keine Extrakte und solche Sachen. Das wäre natürlich zu vermeiden. Und der Georg und der DOV haben sich da, wie ich finde, ganz gut in der Mitte positioniert mit dem Eckpunktepapier. Das ist dann auch der eigentliche Impuls, über den ihr noch weiter diskutieren sollt und über den dann auch diese Slido-Abstimmung stattfinden wird. Aus den Eckpunkten selbst, da ist eine ganze Menge drin. Also zum Beispiel hat der Georg auch mitgedacht, dass es ja dann einen Saatgutmarkt geben soll, dass man sich die Samen kaufen kann für den Eigenanbau. Der muss dafür natürlich erstmal erlaubt sein. Ja, dann denke ich, Blüten, Haschextrakte sind gesetzt, müssen gut und günstig sein, um den Schwarzmarkt zurückdrängen zu können. Und wenn Extrakte gesagt wird, dann ist natürlich auch gemeint, dass da kein THC-Limit drauf ist, keine Obergrenze. Und wichtiger ist halt, man weiß, was man da hat, wie viel ist da drin, wie lang wirkt das, was macht das, und dann geht das. Im DAV-Programm steht auch, weiterverarbeitete Produkte sollen dabei sein. Das ist sicherlich einer der Punkte, den man am meisten diskutieren muss. Soll es Getränke geben? Soll es Gummibärchen geben, die aussehen, als seien sie für Kinder? Sollen da bis zu 100 Milligramm drin sein? Und will man da wirklich alle Entwicklungen mitgehen? Also zum Beispiel gibt es inzwischen auch Gummibärchen mit schnellem Wirkungseintritt. Die lutscht man aus und dann sind die nach 5 bis 10 Minuten da. Und wenn das 100 Milligramm sind, dann kann das natürlich auch ein Fall für die Notaufnahme werden. Das heißt, hier muss genau diskutiert werden, was wollen wir, wie viel wollen wir, wie soll das aussehen. Ja, dasselbe gilt mit Mischprodukten. Also zum Beispiel, werden Joints mit Tabak und Gras drin erlaubt, ja oder nein? Und natürlich auch andere Mischprodukte. Also wenn man jetzt so Edibles oder Getränke hat, ja, können da auch teilsynthetische oder synthetische Substanzen rein oder diese neuen Cannabinoide, also dieses Delta-8-THC oder CBD, und was darf rein, wie muss es gekennzeichnet werden, was darf nicht rein? Das sind die Sachen, für die Georg wirklich einen guten Vorschlag gemacht hat, unter den vorliegenden Positionspapieren sicherlich der detaillierteste und auch, das kann man bewerten, der beste. Ein bisschen muss man bedenken, dass bei manchen Produkten schon bestehende Regeln gibt. Also wenn man das Cannabis und alles, was dazu gehört, rausnimmt aus der Illegalität, dann ist es automatisch drin im gesamten Gesetzeskanon der Bundesrepublik. Das hat Vorteile zum Beispiel für Vereinsrecht und so. Es hat hier, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, es gibt ein voll entwickeltes Saatgutgesetz. Da steht viel drin, was Saatguterzeuger dürfen und was nicht. Und ziemlich sicher wird es keine Saatgutregelung geben ohne Bezug zu diesem Gesetz. Wollte ich aber nur kurz ergänzen. Hier die Frage ist halt, wir müssen dafür schauen, dass wir die Samen erstmal kriegen für unseren Eigenanbau. Und die Diskussion muss man immer ein bisschen mitdenken, dass Produktregulierung nicht greift für alles, was dann nicht drin ist in diesen lizenzierten Abgabegeschäften. Ich denke, aus der Diskussion halten wir das raus. Später, wenn das Gesetz gemacht wird, wird es sicherlich ein bisschen mehr darum gehen. Gut, also bitte die Punkte aus dem Eckpunkteprogramm. Eure Diskussion. Hat jemand noch inhaltliche Nachfragen? Oder wollen wir gleich in die Diskussion gehen? Ich sehe jetzt niemanden, der inhaltliche Nachfragen hat. Okay, dann würde ich
Also es gibt zwei Sachen, wie wir es jetzt durchziehen können. Es gibt einen sehr klaren Fragenkatalog hier bei der Session. Wir könnten die einzeln nacheinander abstimmen und jede Frage einzeln beraten. Oder wir diskutieren erst allgemein im Block und stimmen danach die Fragen im Block ab. Da würde ich jetzt einfach gerne mal wissen, was ihr denkt. Ja, genau, das Voting ist noch close. Ich mache es jetzt einfach mal hier aufs Handy. Erste Frage, sollen Edibles zugelassen werden, inklusive Getränke? Zweite Frage, sollen Mischprodukte mit anderen Drogen, zum Beispiel Joint mit Tabak, Cannabis, Koffeinlimos, Hanfbier, also THC und Alkoholmischgetränke zugelassen werden? Die dritte Frage wäre dann, soll es eine allgemeine THC-Obergrenze geben? Viertens, sollen gentechnisch veränderte Cannabisprodukte zugelassen werden, also Stichwort Genom-Editing. Fünftens, sollen Produkte mit Isolaten angereichert werden dürfen? Sollen Isolate, zum Beispiel CBD, CBG, CBN, in Reinform zugelassen werden? Sollen Produkte mit halbsynthetischen Cannabinoiden angereichert werden dürfen? Und halbsynthetische haben wir als DRV so definiert, dass das sozusagen natürlich vorkommende Cannabinoide sein müssen, die aber aus sozusagen halbsynthetischen oder synthetischen Verfahren gewonnen werden dürfen. Also es geht nicht um sogenannte, diese synthetischen Cannabinoide, die im Zusammenhang mit dem neuen psychoaktive Substanzengesetz erfasst werden, sondern es geht um de facto in der Cannabispflanze vorkommende Cannabinoide, wie zum Beispiel THCV. Gibt es nicht in allen Cannabispflanzen, aber in einigen soll es sowas als Reinform geben. Und die siebte Frage bezieht sich darauf, ob wir die sozusagen zur Anreicherung benutzen dürfen, solche halbsynthetischen Cannabinoide. Und die achte Frage wäre dann, sollen solche halbsynthetischen Cannabinoide auch in Reinform zugelassen werden? Das wären die acht Fragen, die wir jetzt diskutieren wollen. Und wie gesagt, Ich würde vorschlagen, das würde wirklich Sinn machen, die einzeln zu diskutieren, weil es doch sehr auch detailreiche Fragen und detailreiche Diskussionen zu einzelnen Punkten sein könnten. Und ich glaube, so kommen wir zu einem besseren Ergebnis, als wenn wir da nachher im Block abstimmen und da irgendwie vieles durcheinander geht, auch in der Diskussion jetzt. Einzeln, ja? Cool. Dann ja, fangen wir einfach mit der, die erste Frage ist ja, genau, die ist offen und dann würde ich jetzt einfach mal die Diskussion eröffnen. Wie sieht's aus mit Edibles? Wollen wir Edibles haben? Ja, warum? Warum nicht? Wo sind die Gefahren? Wie seht ihr das? Wo sind, da hinten sind die ersten Wortmeldungen. Also ich denke auf jeden Fall ja, weil Rauchen ist ja nun nicht für jeden, also da findet halt nicht jeder gut, sagen wir mal so. Und das halt wirklich nur aufs Rauchen beschränken, halte ich jetzt für nein. Also muss jetzt nicht unbedingt in Gummibärform oder in so, dass es halt kleine Kinder zugänglich ist, sondern halt wirklich so in so einer Form, dass man sieht, es ist nur für die Erwachsenen. Ja. Okay, also Edibles zusammengefasst nochmal auch als gesunde Konsummöglichkeit auf jeden Fall ermöglichen. Okay, danke. Dann hier vorne sind noch Wortmeldungen. Oder hinten erstmal. Ja, hallo, ich bin Katrin. Ja, und ich würde es auf jeden Fall auch sehr gut finden, weil es hat einen entscheidenden Vorteil, dass die Produkte, die dann kontrolliert von der Industrie angeboten werden, halt auch fachgerecht dosiert sind. Während wenn Leute das alles gezwungenermaßen zu Hause machen müssen, ist das immer so eine Sache mit der Dosierung. Da muss man ja auch erstmal seine Erfahrung sammeln. Das war's. Also ein Plädoyer für sichere Edibles und kontrollierte Produkte. Hallo, ich bin Daniela. Mich interessiert, es wird ja im Koalitionsvertrag davon geredet, dass es Drug-Checking
zur Verfügung gestellt wird. Um überhaupt ein Edible zu erstellen, ich muss ja die Dosierung kennen. Und die kann ich nur über den THC-Gehalt im Prozentwert meines Sweets. Ich kann das jetzt nicht prüfen. Ich komme auch nicht an die Geräte dran. Da kann ich mir das dann so vorstellen, ich darf dann mein Gras, was ich legal oder sagen wir mal legal von dem anderen Anbauer, wenn er es mir nicht deklarieren kann. Wie kann ich prüfen? Weil das ist das Wichtigste, oder? THC-Gehalt zu wissen, kann ich nichts produzieren. Genau. Ich kann es ja nicht dosieren. Also das ist natürlich Grundvoraussetzung. Wo werde ich das checken lassen können? Genau, aber ich glaube, das ist ja relativ, glaube ich, allen offensichtlich klar, dass alle THC-Produkte wahrscheinlich in ihrem THC-Gehalt ziemlich eindeutig deklariert werden müssen. Insofern gilt sowas natürlich auch für weiterverarbeitende Betriebe, dass die auf jeden Fall immer wissen, mit welchem Ausgangsprodukt sie arbeiten müssen. Das ist ganz klar. Hier drüben sind noch Wortmeldungen. Auch bitte mal gerne sagen, wenn ihr irgendwie noch Ergänzungsmöglichkeiten bei den Antworten jetzt seht. Zum Beispiel, wenn wir sagen wollen, wollen wir Edibles zulassen, könnten wir sagen, ja, aber die dürfen zum Beispiel nicht wie Gummibärchen aussehen oder irgendwie müssen eine White-Label-Verpackung oder irgend sowas haben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, kein Problem. Ich finde es wichtig, dass es eine Alternative zum Rauchen gibt und von mir aus auch gerne Gummibärchen. Bin aber auch der Meinung, dass wir das auch wie auf Zigarettenpackungen entweder in einem weißen Karton, wo einfach vorne drauf steht, THC-Gummibärchen, Gehalt von THC pro Gummibärchen pro 100 Gramm, so wie es halt auch im Laden bei sonstigen Produkten ist. Das wäre schon gut. Okay, dann wollen wir das als Antwortmöglichkeit aufnehmen, dass wir irgendwie eine strenge Deklarierung und eine sozusagen nicht kinderansprechende Verpackung. Mhm. Okay. Also ich kann mich dem anschließen, wobei ich sagen würde, ich würde keine Süßigkeiten als Edibles machen, weil dann vielleicht die Gefahr besteht, das schmeckt zu geil und dann isst die Person vielleicht doch etwas mehr, als sie eigentlich ursprünglich vorhatte. Weil Getränke kann ich mir gut vorstellen zum Beispiel. Also kein Zucker sozusagen. Aber zusetzen. Das ist nur so eine Randbemerkung. Okay. Das ist, wer es nicht hören mag, ignoriert es. Ich würde auch auf jeden Fall zustimmen, dass Edibles generell legalisiert werden, einfach aus dem Grund, dass wenn man sich legal Blüten kaufen kann, es definitiv auch Edibles, auch zumindest dann im privaten Sektor hergestellt werden. Und wenn eben Edibles industriell gefertigt werden können und auch industriell verkauft werden können, kann man sowohl den Inhaltsstoff besser reglementieren, man kann eine bessere auch eine bessere Prävention betreiben und man wirkt auch dem kompletten Schwarzmarkt entgegen. Weil wenn man jetzt sagt, man möchte Edibles verbieten oder mit so starken Regulierungen haben, dann wird es wohl oder übel wieder zu einem Schwarzmarkt kommen, welchen wir eigentlich durch die Legalisierung austrocknen wollen. Dann hier vorne haben wir noch schon seit längerem eine Wortmeldung. Also ich bin auch dafür, dass Edibles auf jeden Fall an den Markt kommen sollten. Gerne in sehr breiter Produktpalette, ob das jetzt Gummibärchen sind, Cookies, was auch immer, total egal. Ich finde auch, dass Hersteller bis zu einem gewissen Grad ihre Verpackungen designen dürfen sollten. Was ich sympathisch fände, wäre eine Art Beipackzettel, der nochmal darauf hinweist, dass der orale Konsum potenter ist. Und man dann vor Fehldosierungen quasi vorwirkt und warnt. Sozusagen eine Konsumempfehlung oder ein Richtwert. Genau. Also nur als Anmerkung, ne? Ja.
Also ich denke, ähnlich wie bei der Flower ist ja klar, dass es halt streng deklariert sein wird, muss. Aber ich finde, warum einschränken im Sinne der auch der Verpackung? Weil ich denke, es geht eher darum, den rechtlichen Rahmen zu bestimmen, in dem es verkauft wird und in welchem, also ne, mit Ausweiskontrolle und so weiter und so fort, wie bei den Flowern. Deswegen finde ich schwierig. Also wenn ich mir den amerikanischen Markt angucke, das ist ein Riesenmarkt, die fangen gerade erst an mit Edibles. Irgendwie in Kalifornien, da geht es gerade erst los richtig. Es gibt es zwar schon sehr, sehr lange, aber dass es jetzt richtig populär wird. Und die sehen auch alle aus wie Candies und das ist auch okay, weil da sind große Aufkleber drauf, da sind große Warning Signs drauf und so weiter und so fort. Ich finde, da jetzt in die neue Industrie dann einzugreifen und die direkt zu limitieren, Jugendschutz ja, aber das ist die falsche Stelle, nicht am Produkt, sondern halt am Verkauf und an den Rahmenbedingungen muss man das festmachen und nicht, ja, und wie zu sagen, es darf jetzt nicht wie Gummibärchen aussehen, das ist halt einfach... es gibt Bier mit Luftballons und also es ist halt so, es ist einfach, ja, entzieht sich. Ich verstehe den Jugendschutzgedanken, aber das muss man auf anderem Wesel, auf dem oberen Level lösen. Wäre denn zum Beispiel sowas wie eine kindersichere Verpackung da eine Sache, die... Also genau... Genau, kindersichere Verpackung ist auch klar, dass die Müllers, genauso wie diese Bags, genauso wie sämtliche anderen Verpackungen in den USA haben das auch. Wenn die über die Dispensary gehen, die haben teilweise sogar Siegelverschluss, sind innen drin nochmal die Flowers versiegelt, die Edibles und so weiter, da steht ja bis ins kleinste Detail, wie viel Delta H, sowieso, dies, das. Also da, so mit, meist noch mit QR-Code, wo du das Zertifikat einsehen kannst. Und also ich will sagen, man kann schon viel machen und das ist halt, das, ja... Also ne, der Jugendschutz, der ist halt beim Verkauf und ab dann ist es halt auch wirklich im Rahmen des Erwachsenen, der es dann halt gekauft hat. Das ist so. Das machen wir mit allem so. Warum sollen wir das hier anders machen? So. Vielen Dank. Sorry. Und trotzdem muss man ja sagen, dass gerade bunte Verpackungen schon auf eine jüngere Zielgruppe abzielen. Egal welche Art von Produkt das ist. Man könnte dem vorbeugen, ich bin auch dafür, dass das Elternsache ist, man könnte dem vorbeugen, indem man in einen etwaigen Kompetenznachweis nachweisen muss, okay, Edibles, wie man zu Hause mit denen umgeht. Also, dass Kinder zu Blütenmaterial nicht oder seltener greifen werden als zu einer bunten Verpackung, ist, glaube ich, allen im Raum klar. Und im Rahmen eines Kompetenznachweises könnte man nachweisen, okay, ich weiß genau, Edibles sind potenter, ich lagere sie anders. Sozusagen als Belehrung bei der Abgabe oder? Naja, generell bin ich dafür, dass es einen kompetenten Nachweis ist. Eine Aufklärungskampagne. Ja, genau. Okay. Okay, zu dem Thema noch Edibles, zulassen, nicht zulassen mit den Verpackungen. Also aus pädagogischer Sicht, ich bin im sozialpädagogischen Bereich tätig, mit Babys und Kleinkindern unter 3 Jahren. Und ich sag's mal so, Kinder trinken Kontakt, Linsenlösung und... Also sie trinken alles, was sie finden und sie können das einfach nicht unterscheiden. Und sie würden auch Sachen anfassen, die nicht so ausschauen, als würden sie dich gleich töten. Also von daher, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Edibles ja, gemacht werden sollen und auch angeboten werden sollen. Aber... sie zu verbieten, finde ich jetzt auch falsch. Also wenn sie sauber sind dann, und die Kinder sie ja doch mal in die Finger kriegen sollten, dann ist das Zeug sauber. Das muss einfach festgeschrieben werden, weil es ist ein Lebensmittel. Und ja, also Folgen will ich hier jetzt gar nicht, festmachen oder so. Dafür fehlt mir einfach das Wissen, aber so generell würde ich sagen,
sie sollen zugelassen werden. Zum Verpackungsdesign würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, dass wir eigentlich schon mehr oder weniger Best-Practice-Ansatz haben. Zum Beispiel können wir Softdrinks und eine Whiskyflasche auch schon sehr gut unterscheiden. Und wenn wir uns von der Designebene her quasi ähnlich an das Thema annähern würden, bin ich durchaus der Meinung, dass man das klar differenzieren könnte, wenn man das zusätzlich noch, ich sag mal, in Geschäften klar abgrenzt. Also zum Beispiel hier sind jetzt Lebensmittel, wo nichts drin ist, die sehen anders aus, und dort sind Lebensmittel, wo was drin ist, und die sehen nochmal deutlich anders aus, um die einfach klar abzugrenzen. Losgelöst, wie man das verschließt und so weiter und so fort, aber ich denke, ich sag mal, eine klar neutrale Verpackung muss es gar nicht sein, es wäre anders lösbar. Aber verstehst du es richtig, dass es dann so in Richtung geht, dass man zum Beispiel verbietet, Comicfiguren auf die Verpackungen draufzudrucken oder bestimmte Schriftarten, die irgendwie, weiß ich nicht, nach Graffiti oder Comic Sans oder irgend sowas als Schriftart dann nicht zu nehmen? Das wäre für mich ein zu starker Markeneingriff tatsächlich. Okay. Also Firmen sollten sich schon, ich sag mal, ein bisschen entfalten dürfen, und wenn eine Firma etwas quietschiger aussehen möchte, meinetwegen, und wenn eine andere Firma etwas seriöser aussehen möchte, ist das auch in Ordnung. Aber ich sag mal, man kann ja den Grundtenor vorgeben. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel Reinigungsmittelflaschen sehen auch ganz klar anders aus als Getränkeflaschen. Und wenn man das einfach so weit abgrenzt, dann hat man zumindest eine sehr starke visuelle Hilfe, die man auch gesellschaftlich vermitteln kann, auch an kleine Kinder. Und zu der Frau hier vorne noch ein kleiner Einwand. Meiner Meinung nach haben gerade bei kleinen Kindern durchaus auch Eltern noch einen Erziehungsauftrag und auch einen Kontrollauftrag. Also dass nichts Falsches getrunken werden muss, ist jetzt nicht nur Aufgabe der Verpackung. Du hast mir jetzt schon ziemlich viel vorweggenommen, aber danke dafür, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe selbst eine junge Tochter im Alter von 10 Monaten, und ich sehe es ganz klar als die Aufgabe von mir und meiner Frau an, dafür zu sorgen, dass diese Produkte gar nicht erst in die Hände von den kleinen Kindern geraten. Wenn das Ganze mit Warnhinweisen versehen ist und, ich sage mal, die Produktverpackung trotzdem ein gewisses individuelles Eigenleben von mir aus auch mit Ballons haben darf, ist das, glaube ich, in Ordnung. Und es liegt ja auch an dem, ja, ich sag mal, eigenem Ermessen, zum Beispiel an einer Grillparty, wo auch die gesamte Familie mit kleinen Kindern anwesend ist, nicht diese Gummibärchen auf den Tisch zu stellen, sodass dieses Verlangen ist, diese zu greifen, da ist. Und von daher wäre ich da schon für einen relativ lockeren Umgang von der Verpackung, weil einfach die Unternehmen damit auch sich ein bisschen abgrenzen können und eine Identifizierung geschaffen wird. Ja, also ich... Was irgendwie so, glaube ich, gerade nicht so ganz klar ist, wir reden immer noch davon, von Fachgeschäften, zu denen erstmal schon mal nur Erwachsene Zugang haben. Das heißt, dieses Problem mit, das ist irgendwie neben Katjes oder sonst was im Regal und Kinder kaufen sich das aus Versehen, das fällt schon mal weg. Das heißt, und dann fällt es, wie andere auch schon gesagt haben, natürlich in die Verantwortung der Eltern. Wir haben Küchenmesser, wir haben kochendes Wasser, was ein Kind verbrühen kann. Ich habe das auch erlebt, dass Kinder auch Putzmittel aufbekommen haben und getrunken haben, weil es nach Orange riecht, weil ein Teddybär drauf ist oder so. Also meiner Meinung nach, wir reden hier von Erwachsenen, die das in einem Laden kaufen, wo keine Kinder Zugang haben, und fertig. Dann kann das aussehen, wie es will. Also ist meine persönliche Meinung. Ich sehe da kein Problem. Problematischer finde ich tatsächlich, was jetzt hier Speaker-Dings, ich habe den Namen vergessen, anfangs gesagt hat, eine Dosierung, die sehr hoch ist, wenn dann vielleicht noch irgendwelche Zusatzstoffe sind, dass es sehr schnell ins Blut geht, was kritisch sein kann. Da ist vielleicht eine Obergrenze unter Umständen irgendwie sinnvoll, dass man nicht so ein kleines Pillchen hat, was dann, was weiß ich, was anrichtet. Und auch da kommt wieder die Frage, halbsynthetische Cannabinoide, was gibt's da, wie sind die Erfahrungen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber normale Edibles, Verpackungen, wie die aussieht, finde ich es besser, wenn man auf wirklich Cornflakes und irgendwelchen Sachen und irgendwelchen Zuckerkrams mal die Comicfiguren wegnimmt und das nicht so an Kinder aimt. Das finde ich viel wichtiger eigentlich, viel gefährlicher. Okay, vielen Dank. Zur Frage Obergrenzen, THC-Gehalte und so kommen wir gleich in der zweiten Frage. Hier gibt es noch eine Wortmeldung zum Thema Edibles allgemein oder? Ja, ja, also ob sie zugelassen werden sollen. Also ich bin auch der Meinung, Edibles sollen definitiv zugelassen werden, weil das ist ja der kritische Punkt mit Edibles, dass die Herstellung auch nicht ganz einfach ist. Also da kann man schon durchaus Fehler machen, gerade wenn man das noch nicht oft gemacht hat. Und dann kann es halt vorkommen, dass sie deutlich schwächer sind, als man erwartet hätte, oder deutlich stärker, weil man einfach das auch überhaupt nicht absehen kann. Und
vor allem, man kriegt es auch nicht konsistent hin, und wenn man keine wirklich gute Methode hat. Das heißt, das ist auch jedes Mal unterschiedlich. Das heißt, Überdosierungen kommen einfach relativ leicht vor. Und das ist der Klassiker, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist, wie oft ich die Story jetzt in den letzten Wochen an der Uni gehört habe. Nee, ich kiff nicht, ich vertrag das nicht. Ich frage, ja, na, hast du zu viele Edibles genommen beim ersten Mal? Ja, genau. So, natürlich braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn dann da irgendwer irgendeinen viel zu starken Kuchen isst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man die definitiv abgeben sollte. Irgendwelche Comicfiguren oder sonstige Sachen, die mir suggerieren, dass das ein super tolles Produkt ist und dass das irgendwie erstrebenswert ist, finde ich, sind unangebracht. Genau wie auch Werbung für Alkohol und Nikotin und Tabak grundsätzlich unangemessen ist, meiner Meinung nach, und abgeschafft werden sollte im öffentlichen Raum, aber das ist ein anderes Thema. So, zusätzlich wäre ich der Meinung, dass ein Aufbewahrungshinweis gut sichtbar auf die Verpackung sollte. Von wegen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und Haustieren. Das ist ja auch, gibt es ja auch, dass Hunde dann sowas fressen, das ist auch nicht optimal. Genau, und mit der Dosierung, das sollte auf jeden Fall ganz klar angegeben sein, wie viel insgesamt enthalten ist und wie viel in einer bestimmten vorgesehenen Einzeldosis enthalten ist und wie das zu nehmen ist. Und dann müsste man nochmal drüber sprechen, wie genau man das ausweist, dass auf jeden Fall die Verpackung auch zu irgendeiner Form von Konsumhinweis führt, wie man das genau gestaltet, wo einfach nochmal eine Anleitung zur sicheren Dosierung bei ist und die wichtigsten Safer-Use-Sachen, die jeder wissen sollte, bevor der sowas nimmt. Und dann kann man darüber diskutieren, wie man das in der Verkaufsstelle regelt, dass man da wirklich auch Experten hat, die, dass man meinetwegen normale Cannabis-Blüten, Dispensaries hat und eventuell sogar ein Fachgeschäft für Edibles. Oder das in einem macht, weiß nicht, muss man drüber sprechen, aber dass man da wirklich Leute hat, die sich damit spezifisch gut auskennen und dann da wirklich beraten können, wie man anhand von einer Äquivalenzdosis, wie viel man meinetwegen normal kiffen muss, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, dann davon zumindest eine grobe Schätzung abgibt, in welchem Bereich es angemessen wäre, mal auszuprobieren. Das kann man schon alles. Man muss halt nur genau wissen, wie viel THC da im Gras ist. Das kann man alles umrechnen, machen es die Kanadier. Aber dafür brauche ich Samen zum Beispiel, die schon deklariert sind. Wie viel THC, dann kann ich ja meinen selber zum Beispiel züchten. Und dann weiß ich immer, dass mein Gras 15% hat oder 20%. Und dann rechne ich einfach auf die Prozent. Das ist schon das geht aber. Ich muss das schon wissen. Weil es auf die Anbautaktik ankommt. Ja. Aber dann wird es sicher mal wie von der staatlichen Stelle. Und die sagen wir dann. Muss es immer testen. Testen im Labor, das ist das Einzige, was geht. Man hat grundsätzlich nicht die Angaben, die auf dem Samen stehen. Das ist ein Erfahrungswert. Da kannst du immer ein paar Prozent THC abziehen und ein paar Wochen Blütezeit draufrechnen. Das ist einfach nicht realistisch. Das ist Werbung. Das ist Werbung, das ist nicht Realität. Auf jeden Fall, wir schweifen, glaube ich, ab. Es ging darum, dass in dem Fachgeschäft eine Beratung stattfindet, wie man die Edibles adäquat dosiert und dass man, bevor man die zum ersten Mal konsumiert, diese Beratung auf jeden Fall in Anspruch nehmen muss in irgendeiner Form. Das wäre ganz hilfreich, finde ich. Dass man meinetwegen so einen Stempel bekommt, dass man schon mal da war und die Einführung hatte mit Namen, irgendein kleines Kundenkärtchen oder sowas. Oder das in irgendeiner Form regelt, dass oder der halt jedes Mal kurz nachfragt. Auf jeden Fall, dass man irgendwie, bevor Leute viel zu starke Edibles nehmen, aus Unwissenheit, mit denen darüber gesprochen hat, dass sie es nicht machen. So. Ich würde jetzt tatsächlich vorschlagen, dass wir die erste Frage zur Abstimmung stellen, weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde diskutiert oder 25 Minuten diskutiert und sonst kommen wir hinten raus einfach zu sehr in die Bredouille. Deshalb, ja, dann öffnen wir jetzt die Abstimmung. Geht am besten alle bei Slido rein. So, Ergebnis ist da. Überraschung, die allermeisten sagen hier, ja, wir wollen Edibles. Die Frage ist anscheinend nur, wie. 60% sagen doch, die sollen einfach zugelassen werden und wir wollen auch keine größeren Einschränkungen hinsichtlich von Verpackungen oder von der Verpackungsgestaltung. Und der nächstgrößere Teil, 41%, sagt, ja, auf jeden Fall Edibles, aber halt mit so Sachen wie irgendwie einer Kindersicherung dran, mit einer irgendwie nicht White-Label-Verpackung oder Off-Brand-Verpackung und solche Geschichten. Und ja, Überraschung, die allerwenigsten sagen, oder nur 2% sagen, wir wollen keine Edibles. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Frage. Sind die bitte... Genau. Zweite Frage. Soll es allgemeine THC-Obergrenzen geben? Ja, nein. Nur für Edibles.
um zum Beispiel orale Überdosierung zu vermeiden, oder ich bin unentschieden. So, Wortmeldung. Ja, ich habe das Mikro schon. Ich bin auf jeden Fall gegen eine allgemeine THC-Obergrenze. Vor allem bei Blüten und Extrakten und Hasch kann man das nicht einhalten. Und das gibt natürlich dem Schwarzmarkt wieder eine Chance, diesen Markt für sich zu gewinnen. Und auch keine allgemeine THC-Obergrenze für Edibles. Ich lasse es mir noch eingehen, dass wir gerne zwei Arten von Edibles haben. Zum Beispiel welche, die auf... Es gibt solche Edibles in Kanada, die sind auf pro Konsumeinheit entweder 5 oder 10 Milligramm begrenzt und pro Verkaufseinheit kann man dann insgesamt 100 Milligramm kaufen, also für die Anfänger dann, und solche, die eben dann nicht gecapped sind, weil ja, wir brauchen für diese beiden Arten von Konsumenten einen effektiven Markt. Genau. Vielen Dank. Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, dass es ja auch in den Läden Produkte gibt, die als mild, medium oder als hart oder strong bezeichnet werden, was man da auch durchaus mit auf die Verpackung schreiben kann. Jeder sollte, glaube ich, auch selbst entscheiden können und da nicht eingreifen, wie viel derjenige konsumieren möchte. Das soll jeder selbst entscheiden. Das ist dann halt die Frage, ob der Connoisseur dementsprechend vernünftig sagen kann, das ist das richtige Produkt für dich, für den Anfang. Zur Erläuterung vielleicht nochmal, wie wir dazu gekommen sind, speziell für Edibles so eine Obergrenze vielleicht vorzuschlagen. In den USA gab es doch zum Teil auch Vergiftungen von Kindern, sozusagen, die nicht lesen können und auch nicht aufgeklärt worden, was da drin ist. Und die Idee ist sozusagen, wenn man eine Verpackungsgröße hat, wo dann maximal 100 Milligramm THC drin sind, wenn das Kind in irgendeinem Fall doch dann an die Edibles kommt und die isst, dann ist die Vergiftung halt nicht so krass, als wenn es dann irgendwie 1000 Milligramm gewesen wären, die in der ganzen Verpackung drin sind. Das war sozusagen der Hintergrundgedanke dabei. Ja, aber was ist wirklich eine Vergiftung? Das ist Cannabis, da ist noch niemand dran gestorben. Da braucht man nicht mehr wirklich einen Notarzt. Ja, es ist Heuchlerei, ganz ehrlich. Das ist genauso wie irgendeine Obergrenze für irgendwas schafft irgendeinen neuen lukrativen Schwarzmarkt. Wenn ihr eine THC-Grenze von 30%, dann gibt es Pharma, die spezialisieren sich darauf, dass sie über 30% Sorten anbauen und die verdienen sich dumm und dämlich wahrscheinlich mehr als die legalen Jobs. Ja, und das ist alles sinnlos. Genauso wie mit Jugendschutz. Jugendschutz funktioniert nicht. Vor allem bei den finanziellen Mitteln der Jugendlichen heutzutage. Wenn die was wollen, hier in Berlin, Koks-Taxis, meinst du, der fragt nach dem Alter? Das kannst du vergessen. Ja, das ist alles Heuchlerei. Schau, meinst du, ich bin seit 30 Jahren, baue ich Cannabis an in Bayern als Patient, 20 Jahre davon illegal, bis ich hochgenommen wurde. Mein Sohn ist mit Cannabis-Anbau, Cannabiskonsum aufgewachsen. Der ist heute 23 Jahre alt, der baut nicht an, der kifft nicht, der raucht keinen Tabak, der trinkt keinen Alkohol. Ja, der Jugendschutz, der ist zu Hause. Ja, zu Hause muss der gewährleistet sein. Dann, mein Sohn sagt heute noch, Papa, ich will das nicht, ich brauche keinen Alkohol, mir geht es auch ohne gut. Ja? Und wenn daheim irgendwas nicht stimmt, dann suchen sich die Kinder einen Ersatzstoff. Und es ist so. Ja, da können die Politiker oder sonstige Erzieher oder sonst wer irgendwas sagen, aber das ist meine Erfahrung als Vater. Ja? Okay, also die Verantwortung liegt in den Familien und nicht bei der Produktregulierung. Nein. Okay. Nein. Im Prinzip nur die Zustimmung, wenn wir eine Konsumkompetenz gesamtgesellschaftlich etablieren wollen, dann darf es eigentlich gar keine THC-Obergrenze geben, weil das würde ja der Kompetenz komplett widersprechen. Und egal, ob das Edible ist oder Blütenmaterial. Zumal ja auch nicht gewährleistet ist. Gab es ja vorhin auch schon die Richtung, so eine. Es gibt jemanden, für den werden wahrscheinlich auch 50 Milligramm schon eine Überdosierung. Und
insofern ist es immer schwierig, auch mit so einem Konsumempfehlungen, die dann auf Verpackungen draufstehen, gerade bei Cannabinoiden. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wer hat das Mikro? Ich. Bezüglich der THC-Obergrenze. Aus der Branche und aus der Forschung hört man die Tendenz der Konsumenten raus, THC als das einzige Qualitätsmerkmal zu betrachten. Und das ist es ja nicht. Der Entourage-Effekt ist sehr wichtig, Terpene sind sehr wichtig und sowohl die Konsumenten als auch die Produktionsbranche sollte dafür sensibilisiert werden, sich eben diesem Thema auch zu widmen. Denn die Gefahr, die ich sehe, wenn die Branche anfängt herzustellen, werden die natürlich darauf gucken, was die Konsumenten haben wollen. Und vor allem in Deutschland, wo die Einstellung derzeit aus dem Schwarzmarkt kommt, wo es heißt, das, was ballert, das ist gut. Und je mehr es ballert, desto besser ist es, je mehr THC. Die werden hochprozentige Produkte herstellen und es wird wenig Produkte geben für die Anfänger, für die Neulinge, für die Leute, die vielleicht gar nicht so eine starke Wirkung haben wollen. Deswegen wäre es wichtig, sich ebenfalls den anderen Wirkstoffen zu widmen und vor allem den Terpenen. Okay, vielen Dank. Okay. Vielleicht als kleinen Gedankenanstoß, man könnte ja neben einer THC-Obergrenze noch eine CBD-Untergrenze machen, sodass halt gewährleistet ist, dass es halt nicht, dass es halt nicht zu stark quasi, also gerade bei Anfängern halt ist, die halt noch nicht wissen, wie es dosiert ist oder wie es zu dosieren ist. Okay. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Cannabinoide, die zum Teil auch psychoaktiv sind. Da müsste man ehrlicherweise eigentlich auch fragen, soll es dafür Obergrenzen geben oder kann ich da so viel dann reinpacken, weil es halt kein THC ist und nicht aufgeführt ist. Insofern gibt es sehr viele spannende, gerade bei den verschiedenen Cannabinoiden, viele spannende Ansätze. Ja, also bei mit den Dosen, das ist halt wirklich extrem individuell. Also ich habe einen Kumpel, mit dem treffe ich mich ganz gern zum Kochen mit Gras. Der hat aber eine sehr geringe Toleranz. Dann haben wir uns einmal getroffen, ein Essen gemacht. Ich habe dazu noch 3 Kekse gegessen oder 3,5. Habe ihm am nächsten Morgen die übrige Hälfte noch gegeben und er meinte dann, das war ein sehr starker Keks. Während ich dreieinhalb davon plus das Essen hatte, um auf meine Menge zu kommen. Das heißt, ich wäre dafür, dass man könnte es zumindest so machen, dass man mit Levels arbeitet, wie auf scharfen Chili-Soßen zum Beispiel. So nach Anfängertauglichkeit und hoher CBD-Wert oder weniger THC wirkt sich dann positiv aus in dem Fall. Das würde ich so als Möglichkeit sehen. Oder dass man halt starke Edibles erst nach einer Beratung verkauft. Die Niederländer haben ja ihren Weedpass, dass man sowas in der Richtung einführt und da abstempelt, dass eine Beratung bei Edibles stattgefunden hat, dann kriegt man auch die starken Sachen. Weil wie er halt korrekt meinte, irgendwie nur so schwachen Kram verkaufen mit irgendwelchen komischen Argumenten, dann muss man da 10 Packungen fressen, wenn man irgendwie halbwegs high werden will als Dauerkiffer. Das ist nicht Sinn der Sache. So. Ich denke, eine THC-Menge sollte nicht reguliert werden. Wichtiger fände ich eine Empfehlung, sich von unten ranzutasten. Das ist sinnvoller. Apropos mit von unten rantasten, jetzt ganz schnell dazu. Man könnte ja die Shops verpflichten, auch Sorten aufzuführen, die einen geringen THC-Wert oder einen hohen CBD-Wert haben oder beides sehr gering ist. Weil in vielen Shops die meisten verkaufen hochprozentige Sorten für die Stammkunden sozusagen und man müsste die dann häufig verpflichten, auch niedrigprozentigere Sorten anzubieten, weil in den schon legalisierten Ländern und Staaten sieht man, dass die Shopbetreiber und auch leider die Kunden häufig nach den hochprozentigen Sorten greifen, weil sie, wie gesagt, noch vom Schwarzmarkt das Ding drin haben, das was mehr klatscht. Aber tatsächlich, nur THC klatscht auch nicht, wie schön mit dem Entourage-Effekt vorhin beschrieben. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Deswegen, wir brauchen viel Aufklärung und die Aufklärung muss beim Verkaufsgespräch passieren. Deswegen, ich freue mich später auch noch auf die Connoisseur-Diskussion in den Shops, also die Ausbildung. Und
Genau, deswegen wir brauchen Vielfalt und auch niedrigprozentige. Und ich finde, wir müssten auch Shops verpflichten, niedrigprozentige Sorten anzubieten. Ja, mit Anfängerlabel, ja. Aber die meisten, wie gesagt, für die große Masse ist ja bloß, ja, naja, ist jetzt ein bisschen über den Kamm geschert. Naja, ich gebe mal wieder weiter. Vielleicht zur Info. Aber das, nur weil ich jetzt gerade dran sitze, das macht der Markt. Also die Leute, die wenig haben wollen, gehen in den Shop, der das hat. Und da brauchen wir nichts zu machen. Also gar nichts. Das wollte ich gerade sagen. Niedrig THC-Produkte sind in Kalifornien gerade der größte Wachstumsmarkt. Genau. Also viele Leute gehen weg von dem, ich will möglichst wenig konsumieren, um den Effekt zu haben, sondern auch so einen Genusskonsum, wo man dann halt vielleicht auch mal einen großen Pur-Joint rauchen möchte, ohne irgendwie danach komplett zerstört zu sein. So. Ja, also ich persönlich, ich bin schon für eine, Obergrenze. Es liegt einfach daran, weil wir müssen Realpolitik mit unserer irgendwie zusammenkriegen und wir müssen den Prohibitionisten auch einiges anbieten können. Und wenn es nach mir geht, wir müssten gar nichts einführen, aber wir können nicht hingehen und sagen, wir machen gar nichts mit der Pflanze. Von daher vertrete ich schon den Standpunkt, dass wir zumindest hoch ansetzen sollten, was eine allgemeine THC-Obergrenze angeht, für Freizeitkonsumenten. Wir reden hier jetzt gerade von Freizeitkonsumenten. Ich würde sagen, wenn wir uns im guten Mittelwert befinden, wenn wir von 25% THC sprechen, dann sprechen wir von recht hochpotenten Pflanzen schon. Nur wenn man speziell noch nach über 34% sucht. Die sollten dann natürlich den medizinischen Aspekt erfüllen. Das, finde ich, ist auch sogar das Gras, was man in Apotheken bekommen sollte. Aber für den Freizeitnutzer, finde ich, sollte man eine Obergrenze finden, die relativ hoch angesetzt ist, um einfach den freien Markt auch nicht zu destabilisieren. Also, ja, ich hoffe, ihr versteht den Standpunkt irgendwie, weil... Ich habe es jetzt so verstanden, dass du das vor allen Dingen als politisches Argument, genau, als Angebot an die Gegenseite, genau, sozusagen siehst. Okay. Genau, weil irgendwie müssen wir die ganzen CDUler cashern. Also ich habe jetzt halt erst Söder einen richtig schönen Brief geschrieben und es kam zurück, was schon seit Jahren zurückkommt. Von Mordler, von unserer Marlene, also echt ganz, ganz schlimm. Es ist halt illegal, weil es illegal ist und nein, einfach nein. Und wir müssen denen irgendwas anbieten, auch wenn es echt schwerfällt. Also wegen mir müsstet ihr keine Obergrenze machen. Also ja, Eigenverantwortung. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Redebeiträge zu der Fragestellung nehmen und dann auch einfach abstimmen, weil wir noch Fragen haben. Ich fürchte, ich habe vergessen. Ah ne, jetzt weiß ich wieder. Also erstmal, ich finde, den Prohibitionisten muss man gar nichts anbieten, weil die ganze Prohibition ist irrational und da redet man irgendwie mit Leuten, die eine ganz komische Sicht auf die Welt haben. So. Klar, das ist am Ende... So, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, aber da wissen wir alle, dass es am Ende vielleicht auf irgendwas hinauslaufen wird. Ich nehme lieber auch irgendwie 15% Obergrenze als weiterhin absolut illegal. Ist eine andere Kiste. Aber anbieten muss man das denen erstmal nicht, denn ich finde es eine Frechheit, so im Grunde genommen, dass es verboten ist. Punkt. Zur Obergrenze. Genau, einerseits, der Markt regelt in dem Fall vielleicht, ich meine, allgemein bin ich nicht so der Vertreter von, der Markt regelt alles, tut er meiner Meinung nach nicht oder nicht in die richtige Richtung. Aber hier... Ich persönlich habe eine sehr niedrige Toleranz. Aktuell, ob es jetzt von irgendjemandem angebaut ist oder ob ich es auf dem Schwarzmarkt hole oder so, ich weiß nie, was drin ist. Ich weiß nicht, sind es 14, 15, 16, 17, 18, 20%. 34% ist sowieso utopisch, also das musste lange suchen, auch in den Staaten, würde ich immer anzweifeln. Wenn es viel THC hat, dann taste ich mich halt langsam ran. Ich muss nicht ein Gramm rauchen, also dann nehme ich halt ein bisschen wenig, dann verdampfe ich das, keine Ahnung, dann mische ich es mit irgendwas, dann dosiere ich mich da ran. Ich kann auch 99%igen Schnaps kaufen. Und dann weiß ich auch, okay, das ist Schnaps, das ist harter Stoff, da sind wir wieder bei den Edibles, dann kann man das deklarieren.
wenn du nicht gewohnt bist, nimm weniger davon. Jeder, der mit irgendwas neu anfängt, ist entweder ein totaler Risikofreak, der gleich irgendwie, was weiß ich, von einer Brücke springt ohne ein Bungee-Seil, oder setzt sich halt noch einen Fallschirm auf den Rücken und geht vorsichtiger ran. So sind die Leute, die haben unterschiedliche individuelle Risikoprofile und da braucht man nicht immer von oben irgendwie was drücken. Abgesehen davon, dass es utopisch ist und absurd, weil der Markt für die höherprozentigen, wenn die Konsumentinnen das wollen, den gibt es dann, aber halt nicht im Laden, das ist auch klar. Also, oder ich mach mir meine eigenen Konzentrate zu Hause. Also wie will man das? Das ist unsinnig. So, da kann man nichts regulieren. Fertig. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Danach würde ich dann mit der Abstimmung starten. Danke sehr. Ich habe nur kurz eine Anmerkung zur Antwortpositionierung. Meiner Meinung nach müsste es heißen Nein-Eigenverantwortung und nicht Ja-Eigenverantwortung, weil wenn es eine THC-Obergrenze gibt, ne, dann ist das ja keine Eigenverantwortung. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Da drüben hat sich noch jemand gemeldet. Ja, genau. Also wie auch schon angemerkt worden ist, das Prinzip der Marktwirtschaft ist nun mal einfach dort, wo eine Nachfrage ist, wird es immer ein Angebot geben. Wenn wir eine Obergrenze für THC einführen werden, wird es nur wieder den Schwarzmarkt stärken. Das ist leider so. Egal für Edibles, egal für Blüten, egal für Konstrukte, sonst irgendwas. Wenn man jetzt sagt, man kann tatsächlich nur legal Blüten kaufen, kann man sich selber Konstrukte zu Hause herstellen über Botanisch Oils etc. pp., wo man nicht weiß, wie viel Prozent es hat. Man hat keinerlei Produktqualität, man weiß nicht, wie viel generell, wie es wirkt, wie viel Prozent jetzt im Endeffekt im Wax drin sind. Und halt natürlich auch die Gefahr. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt Butanherrscholl herstelle und dann leider ein Funke ist und dann fliegt alles in die Luft? Und eben dies zu schauen, dass man sagt, man muss die Marktwirtschaftlichkeit im Blick behalten, weil es wird immer ein Angebot geben, wo eine Nachfrage ist. Und auch der Schutz des Konsumenten, sowohl von der Produktqualität her, als auch dadurch, dass er nicht in die Versuchung gerät, eigene Sachen herzustellen, finde ich auch extrem wichtig. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt die Abstimmung starten zu der Frage. Zeigen die Ergebnisse an. Okay, Überraschung. Wir wollen keine THC-Obergrenze. ja, das ist, glaube ich, das ist ein sehr eindeutiges Ergebnis. Braucht man jetzt auch nicht großartig weiter kommentieren, haben wir auch länger drüber geredet jetzt. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, die spannend ist und zu Mischprodukten, genau. Also, wie sieht's aus? Joint mit Tabak vor Gold im Shop, Hanfbier und ähnliche Geschichten. Ja. Mein Name ist Michael Greif, ich bin Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik bei den Grünen in Berlin. Entschuldigung. Und wir haben intensiv die Frage diskutiert, also gerade Kombination Cannabis, Alkohol. Und bei uns ist mehrheitlich die Meinung, dass es besser wäre, wenn man beides in einem Produkt kombiniert hat, dass es einen Grenzwert fürs andere gibt. Also beispielsweise, wenn THC drin ist in einer relevanten Menge, dass man eine Alkoholgrenze von 1% hat. Oder umgekehrt, wenn Alkohol in einer relevanten Menge drin ist, dass man eine THC-Grenze von 1% drin hat. Denn es gibt einfach... Ja, viele Leute, die auf die Kombination Alkohol und Cannabis nicht so gut klarkommen, und die Leute, die gut drauf klarkommen, die können das ja dann immer noch kombinieren, aber jetzt beides in einem Produkt im hohen Gehalt zu haben, würden wir jetzt nicht als sinnvoll finden. Danke. Also ich finde, Joints mit Tabak anzubieten ist sowieso die gängige Sache, die du wahrscheinlich so überall kaufen sollten können. Genauso wie, eine Koffein-Limo stelle ich mir auch noch entspannt vor. Aber bei Alkohol und Cannabis, ich weiß nicht,
Ich denke, das wird zu schwierig werden, das vielleicht auch durchzusetzen. Und allgemein dieser Mischkonsum, ich glaube, das wäre nichts auch für die Jugend, so Alkopop-mäßig, Alkohol mit THC, entweder so, wie der Herr gerade sagte, dass es dann wirklich reguliert ist, aber dann aber wirklich Mindestdosis, also eine minimale Dosis, weil ich denke, das wird nicht gut enden. Entschuldigung, ich möchte mal hinweisen, ja. Bier darf in Deutschland von 16 Jahren Kindern getrunken werden. Ja. Und das und damit. Ja gut, aber Hanfbier. THC-Abgabe ist bisher zumindest auf jeden Fall ab 18 geplant. Insofern, ja, glaube ich, wäre das Produkt dann auch anders reguliert. Hier vorne und dort hinten war auch noch eine Meldung. Also da gehe ich mit dem Vorredner mit, auf jeden Fall. Ich finde, Cannabis und Alkohol geht gar nicht. Joint mit Tabak, ja, kann man machen, aber ich glaube, ganz viele hier unter uns, die sagen, nein, lieber pur. Ich finde, da sollten dann auch immer wieder neue Innovationen stattfinden, was es dann halt auch für Möglichkeiten gibt, vom Tabak wegzukommen, weil wir haben ja auch da das hohe Suchtpotenzial von Tabak, was ja auch ganz, ganz viele eigentlich überhaupt nicht in ihrem Gras haben wollen. Also da vielleicht schauen, dass wir da irgendwie wegkommen, aber natürlich für die meisten wird eben das eben so das Gängigste sein. Cannabis und Alkohol, ich würde es nicht mal in Shops zulassen, wenn es denn irgendwann zu solchen Geschäften kommen wird, dort Alkohol zu verkaufen. Alkohol kann man ja weiterhin dort kaufen, wo man es schon immer gekauft hat, und Cannabis sollte man eben bei seinem, ja, Bauern, Händler, was auch immer, sollte man sich holen können, und eben ohne Alkohol. Also ich weiß nicht, finde ich schwierig. Aber mit für Pre-Rolls mit Tabak? Habe ich das jetzt, ja, richtig verstanden? Okay. Ja, genau. Also es kann schon alles Mögliche gemacht werden. Cannabis, Koffein stelle ich mir auch ganz okay vor. Ich denke, man muss nur einfach versuchen, ja, so wenig Suchtpotenzial wie möglich zu schaffen. Ja, das ist so mein Statement dazu. Vielen Dank. Ich würde sagen, also ich persönlich würde gewisse Mischungen nicht präferieren und nicht empfehlen, aber ich denke, es ist halt jede seine eigene Sache, und ich würde es begrüßen, wenn jetzt ein Cannabisbier keinen Alkohol hätte oder andersrum, es wäre mit Nutzhanf vermischt und halt Alkohol drin, aber ich käme nicht auf die Idee, das dann deswegen vorschreiben zu wollen, und ebenso sehe ich es auch mit dem Tabak. Es gibt natürlich auch Ersatz für Tabak, es gibt hier diese Indianerkräuter zum Drehen, aber im Endeffekt ist das Geschmackssache. Vielen Dank. Ich bitte um Einfügung einer Antwortoption, und zwar ja mit Grenzwerten oder ja mit Einschränkungen. Alles klar, machen wir. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe es ein kleines bisschen anders, weil würden wir dann Konsumierenden auch im Umkehrschluss sagen, hey, Moment mal, wenn du jetzt dein Cannabis separat von deinem Bier konsumierst, darfst du nur so und so viel Bier trinken oder darfst du nur so und so viel Cannabis konsumieren? Ich plädiere hier ganz stark dafür, auch in dem Punkt Konsumkompetenz zu fördern. Wenn der Konsumierende weiß, welches Wirkspektrum die einzelne Substanz auf den Körper hat, dann kann er auch eigenverantwortlich abschätzen oder sollte eigenverantwortlich abschätzen dürfen, ob er solche Produkte konsumiert und in welcher Menge. Alles klar. Nochmal zur Erklärung vielleicht. Hier geht es wirklich um kommerziell angebotene Sachen. Also es geht nicht darum, irgendwie jemanden zu schämen dafür, dass er irgendwie seine drei Bier trinken möchte und dazu noch einen Joint raucht. Das ist klar. Also wenn ich Cannabis konsumieren kann und Bier kaufen kann, dann machen Mischprodukte auch Sinn.
Okay. Also erstens macht das Sinn, absolut, weil das sieht man auch an den ganzen anderen Märkten. Man guckt nach Kanada und in die USA ist auch super reguliert. Das machen nicht irgendwelche shady Unternehmen in der Hinterküche, sondern es wird sauber im Labor gemacht. Da sind Schleusen, es sind ja nicht irgendwelche Unternehmen, die sagen, oh, jetzt kippe ich da ein bisschen Zeug rein. Weil wenn sie, das können sie natürlich vielleicht machen, wenn sie dann den Zugang haben zu Destillaten und so weiter. Aber am Ende des Tages muss auch das dann durch die Lebensmittelprüfung. Also wieder kommt es zum Produkt. Das heißt, wenn das Produkt irgendwie okay ist, von der Art her, ne, dann wird es wahrscheinlich Studien vielleicht zu geben, wie wirkt THC zusammen mit Alkohol und so weiter. Aber grundsätzlich, warum sollte man das verbieten? Das ist eigenverantwortlich. Also und warum sollte mir ständig jemand sagen, was man wie konsumieren soll? Also das ist halt, das ist dann ein legales Produkt, da kann ich nicht einschränken. Und wenn ich das Zeug mit keine Ahnung, Salat rauche, ist halt dann mein Ding irgendwie. Ja, wirklich, ist halt so. Vielen Dank. Ich hatte jetzt hier noch so drei Wortmeldungen gesehen. Ich würde sagen, die arbeiten wir auch noch ab und dann gehen wir einfach auch zur nächsten Frage, damit wir irgendwie halbwegs zeitlich noch hinkommen. Zu dem Mischthema würde ich eigentlich ganz gerne nochmal den Blick zu, ich sag mal, bereits etablierten Gesellschaftsprozessen wagen wollen. Wir haben ja eigentlich schon, wenn wir mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückschauen, immer mehr eine Tendenz weg vom Tabak. So, das passiert steuerlich. Wir sehen das in der Jugend, die bewegt sich ja auch ganz alleine vom Tabak so ein bisschen weg. Und wir wollen ja auch immer weniger Werbung davon machen. Und ich denke, Sachen, die wir, ich sag mal, nachweislich schon verbessert haben, und Tabak hat keinen richtigen Mehrwert, das wissen wir auch, müssen wir jetzt nicht indirekt nochmal in irgendeiner Form bewerben. Deswegen wäre meiner Meinung nach, sollte man durchaus den Leuten erlauben können, aber das ist jetzt nicht die Frage, dass sie natürlich mit Tabak ihr Gras rauchen können, aber es muss nicht unbedingt zusätzlich in einem Shop auf kommerzieller Ebene in Verbindung beworben werden. Es reicht, wenn man es pur kaufen kann, sich dann selber drehen könnte. Okay, vielen Dank. Würde ich sagen, gehen wir einmal kurz nach hinten und dann gibt es hier vorne noch zwei Wortmeldungen und dann machen wir die Abstimmung erstmal. Genau, ich mache es auch ganz kurz. Also ich würde auch fast noch einen Punkt hinzufügen, und zwar nicht wegen Grenzwerten, denn ich finde, gerade bei Mischkonsum ist es doch schon abhängig davon, was man jetzt mischt. Und ich finde, man kann irgendwie Cannabis, Koffein nicht mit Cannabis und Alkohol und auch dann die Alkoholgrenze. Also ich würde nicht ja mit Grenzwerten, ich würde noch sowas wie ja. Ja, wie soll man es formulieren? Abhängig, kann mir mal jemand helfen? Ja, genau, also abhängig von den Stoffen. Also, weil ansonsten öffnet man auch dem regelnden Markt Tür und Tor, allen möglichen Scheiß da ungefähr eventuell noch reinzumischen. Und für so mündig halte ich dann die einzelnen Konsumenten nicht unbedingt, wenn die jetzt noch nicht mal irgendwie ihre wissen, was für Nahrungsergänzungsmittel sie zum Beispiel zusammenschlucken, so auf ihren, hier ist alles 100.000-fach drin, Produkten. Da wär ich tatsächlich vorsichtig, denn es mag Kombinationen geben, die durchaus bedenkliche Effekte haben können. Und wenn das dann, wie er jetzt sagte, entsprechend beworben wird, vielleicht auch noch im Laden oder so, oder unkenntlich deklariert ist, finde ich kritisch. Also sowas wie abhängig von den Substanzen, die gemischt werden, würde ich da schon noch Einschränkungen mir vorstellen können. Aber ich weiß gerade nicht. Wie formuliert man das jetzt am besten? Ja, hauptsächlich geht es dabei um Alkohol, nehme ich an, jetzt als Substanz. Nee, oder? Ich weiß nicht, aber es gibt, was es alles für Substanzen gibt. Es gibt Codein, keine Ahnung, wann was wie legal ist oder nicht legal. Es gibt alle möglichen Substanzen, die irgendwelche Wechselwirkungen haben, ne, die man da reinpumpen kann. Hier steht jetzt Tabak klassisch. Egal, Koffein kann alles Mögliche, Hanfbier ist auch harmlos, aber es gibt so viele Substanzen, chemische Reaktionen, also ich würde das nicht so sagen, ja, alles okay, schmeißt alles rein, Industrie, was ihr habt, sondern da würde ich schon nochmal ein Auge drauf haben, was da gemischt wird, und dann würde ich sagen, mit Einschränkungen, Substanz einschränken, ich weiß es nicht mehr, mir fällt gerade keine Formulierung. Also irgendwie sowas, ja, aber nur ausgewählte Substanzen. Ja, genau. Okay, dann können wir ja vielleicht auch... Nö, mach einfach noch ein drittes Jahr. Genau, also dem würde ich mich auch weitestgehend anschließen. Ich meine, Joints mit Tabak, das ist eine gesellschaftliche Realität. Ein Großteil der Konsumenten konsumiert Gras mit Tabak, das ist einfach so. Auch Blunt-Wraps, wenn man Joints mit Tabak verbietet, dann müsste man konsequenterweise auch Blunts verbieten. Und ein Blunt ist was viele Konsumenten sicherlich nicht unbedingt bauen können, aber gerne mal rauchen würden, denke ich mal. Einfach zu besonderen Anlässen gönnt man sich halt mal einen Blunt. Insofern wäre das dann irgendwie wieder doppelt, irgendwie voll die Doppelmoral, wenn man das eine macht und das andere nicht. Also Tabak ja, Hanfbier finde ich
mit Einschränkungen, wenn, also irgendwie ein Vorschlag von wegen irgendwie die Dosis zu deckeln, ist, finde ich, ganz sinnvoll, weil auch vom Kontext, in dem man trinkt ein Bier nicht, um sich damit richtig besoffen zu machen, dass man danach irgendwie ein Blackout fast kriegt, sondern man trinkt ein Bier, um sich zu entspannen. Wenn man ein Blackout haben will, dann muss man halt mehrere Bier trinken. Und dass man so ein Bier dann nicht ein Bier hat, was einen komplett abschießt, sondern halt einfach ein Bier, was so ein bisschen THC drin hat, aber ich meine, ein Bier kommt selten allein so. Wenn man dann ein Hanfbier getrunken hat, wartet man eine Stunde oder eine halbe auf die Wirkung mindestens, trinkt dann in der Zeit noch mehr Bier und hat dann schon eine gute Kombi, weil man das so nicht erwartet hat. Also das würde ich vielleicht deckeln, aber Koffein, also wenn ich an meinen letzten Keks denke und wie ich danach, obwohl bei einem Treffen mit einem Kumpel die ganze Zeit eingeschlafen bin, obwohl wir reden wollten, wäre es prinzipiell eine ganz sinnvolle Überlegung, eventuell könnte passen. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, du möchtest dazu noch was sagen? Okay. Genau, ich würde auch noch kurz noch dazu was sagen. Und zwar folgendes, Mischkonsum wird tatsächlich immer stattfinden. Alles andere ist absolut irrealistisch und utopisch. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, dass man es im Endeffekt über einen Laden, über zertifizierte Produkte reguliert. Und ich sehe es auch absolut nicht zielführend, wenn man jetzt wieder sagt, dass wieder der Staat als Bevormunder wieder eingesetzt wird, um zu sagen, du darfst eben kein Hanfbier jetzt trinken. Wo ich sage, ich verstehe die Leute, die sagen, ich möchte keinen Alkohol haben, wenn ich einen Cannabisrausch habe. Absolut nachvollziehbar. Aber es muss die Möglichkeit geben, auch solche Sachen zu konsumieren, damit eben diese Bevormundung des Staates nicht mehr stattfindet, die wir aktuell haben. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Abstimmung. Oder ist es, möchtest du noch sprechen? Oder? Na dann. Also bei diesem ganzen Thema geht mir die ganze Zeit irgendwie durch den Kopf, dass hier natürlich im Raum viele Menschen sind, die das schon sehr erfahren nutzen, dieses Produkt. Und ich sehe schon so ein bisschen die Problematik, dass wir ja auch eine Evolutionsphase haben werden. Und dass das Ziel der Bundesregierung momentan ja ist, das einzuführen, aber auch mit dem Ansatz, dass es nochmal evaluiert werden soll. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht zu viele Türen öffnen, um den Konsum extrem ansteigen zu lassen in den ersten Jahren. Der wird ansteigen, so war es in Kanada auch, aber ich glaube, wenn man zu viel Dinge damit reinmischt, die es auch, und damit meine ich gar nicht die unter 18-Jährigen, auch die über 18-Jährigen, dazu bewegt, da ranzukommen an diese neue Droge oder diesen neuen Stoff. Ich glaube, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte und dass eine, ich würde es jetzt gar nicht als Überregulierung bezeichnen, aber dass eine gewisse Form von Regulierung in der Anfangsphase vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass das für immer so sein muss. Aber ich glaube, man muss aufpassen, und das ging mir auch bei den Edibles schon in den Kopf, dass wir da aufpassen müssen, dass einfach der Markt sich nicht jetzt total öffnet für ganz viele neue Konsumer, die vielleicht über diesen Weg rangeführt werden. Und das haben wir das Problem gehabt mit den Alka-Pops beim Alkohol. Das hat man wieder nachregulieren können. Ich weiß nicht, ob es dadurch jetzt viel, viel besser geworden ist. Aber ich glaube, man darf nicht immer davon schließen, dass alle wirklich dieses Produkt schon kennen und dass alle mit diesem Produkt schon seit Jahren umgehen und auch hohe Dosen brauchen. Das verstehe ich. Jemand, der das aus medizinischen oder halbmedizinischen Gründen hochdosiert braucht, jeden Tag, für den ist natürlich eine Obergrenze schwierig. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen auch eine andere Zielgruppe uns angucken. Und ich glaube, wir müssen die nächsten 4 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß nicht, wann es jetzt evaluiert, 4 Jahre soll es, glaube ich, evaluiert werden, auch irgendwie in Betracht sehen, dass das Ganze nicht zu einem negativen Effekt führt und dann zu einer starken Regulierung führt. Vielleicht sollte man einen Schritt nach dem anderen machen. Sozusagen eine Übergangsphase zu schaffen, in der bestimmte Produkte nicht angeboten werden können. Okay. Wollen wir das noch mit aufnehmen als Antwortmöglichkeit oder so eine Transitionsphase oder sagen wir nö? Nee. Okay, dann. Also zum Thema Mischkonsum nur mit ausgewählten Substanzen. Ich weiß nicht, wer das bitte entscheiden soll, welche Substanz mit THC harmoniert für mich und welche nicht. Das finde ich abwegig, dass das jemand gesetzlich entscheiden sollte. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Abstimmung. Bitte aufmachen. Okay. Haben alle abgestimmt? Okay, dann machen wir jetzt zu. Und Ergebnis bitte.
Okay, also zumindest die Mehrzahl sagt ja. Und auch insgesamt ja, allerdings 25% mit Grenzwerten und 18% sagen, dass es Einschränkungen bei gewissen Substanzen zumindest geben sollte. Gegen eine Zulassung von Mischprodukten sind knapp 20, also 18% auch. Das ist schon auch nicht uninteressant, die Größe, aber ich würde sagen, insgesamt gibt es hier ein klares Votum Richtung Zulassung von Mischsubstanzen oder Mischsubstanzen, die verschiedene psychotrope Stoffe enthalten. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt nur noch 15 Minuten Zeit, wir müssen ein bisschen Gas geben. Nächste Frage geht in eine ganz andere Richtung. Es geht um gentechnisch veränderte Cannabisprodukte. Also Gen-Editing gibt es vor allen Dingen in Israel ein paar Firmen, sehr wenige noch, die auch das ist so Hightech-Bereich, die da quasi wirklich arbeiten und auch schon die ersten Saatgutsachen auf jeden Fall in der Arbeit haben. Und die Frage ist, wollen wir das haben? Wollen wir gentechnisch veränderte Cannabispflanzen haben? Ich weiß das jetzt nicht, wie es sonst in der EU aussieht, aber ich glaube, manche bestimmte haben wir doch schon zugelassen, dass es erlaubt ist. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber da hat die EU doch schon Regelung. Lass uns die einfach übernehmen. Dann ist das mit der EU gekoppelt und dann... Sozusagen allgemeine Bestimmung für Nahrungsmittel. Was auch immer es ist. Ja. Okay. Hier vorne war noch Wortmeldung. Also ich kenne jetzt die Grenzwerte und die Einschränkungen der EU für die gentechnisch veränderten Lebensmittel und Pflanzen nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass dort Cannabis auch gut reinpasst. Bin generell nicht gegen Genome Editing, weil ich sehe die Herausforderungen, die an unsere Lebensmittel, Pflanzen und auch an Cannabis in der Zukunft gestellt werden, können züchterisch häufig wirklich nur noch mit Genome Editing so schön vollführt werden können. Und es ist auch nicht wirklich ein unglaublich schlimmer Eingriff. Wovor ich Angst habe, ist, dass dann irgendwelche riesengroßen Firmen wie Monsanto und eben Bayer tatsächlich auch dann gentechnisch verändertes Cannabis in Umlauf bringen und dann von ihnen der Pollen auf meinen Kopf fliegt und dann ich Saatgut habe mit ihren Genen, aber dann das nicht weiterarbeiten kann, weil es dann ihre Gene sind oder sowas. Also vor solchen Verpatentisierungen von Allelen und Gentypen habe ich richtig Angst. Cannabis ist eine Pflanze, die von allen Menschen gerne gezüchtet wird und von allen Menschen gerne verwendet wird. Und deswegen, das führt jetzt auch bei Genome Editing mit rein, diese Patente auf Gene und müssen wir noch viel mehr drüber reden, aber es muss auf jeden Fall reguliert werden. Also ich kenne mich bei der EU-Verordnung nicht aus, aber ich spreche mich dafür aus, dass vielleicht genomisch veränderte Cannabispflanzen nur noch im Indoor-Bereich angebaut werden dürften. Also das jetzt zum Beispiel als Kompromiss. Auch als Antwortmöglichkeit vielleicht mit aufnehmen? Ja, vielleicht. Also ja, in Kopplung mit EU-Recht und nur Indoor zum Beispiel. Mit Pollenfilter in der Abluft etc., keine Ahnung. Okay. Ich meine, Bayer hat genug Geld für solche Facilities. Die können das ruhig machen mit Auflagen dann. Alles klar. Vielen Dank. Am besten auf Helgoland oder so weit weg. Dann hier vorne waren auch noch zwei, drei Wortmeldungen. Nur gerade ergänzend zu dir, müsste nicht auch noch eine Frage oder Antwortoption ja, nur mit Patentierung dazukommen dann? Also nur ohne Patentierung? So. Wir kommen um eine Patentierung. Ja, es gibt ja. Es gibt ja einen Sortenschutz bei uns hier in Deutschland und Europa. Also wir haben für Sorten so etwas wie eine GEMA, die wir dann für
die zählt für 15 Jahre oder für 25 für verschiedene Sorten und in der Zeit kann dann niemand diese Sorte herstellen. Es kann aber mit der Sorte weiter gezüchtet werden und wenn dann aus diesen Züchtungen besondere, also wieder etwas stabilisiert wird, was man als eine neue Sorte festlegen kann, dann kann diese neue Sorte auch neu eingetragen werden. Wenn aus dieser Züchtung oder aus dem Saatgut auch ein besonderer Phänotyp oder ein Sport hervorgeht, dann kann dieser auch als neue Sorte eingetragen werden. Wie das jetzt rechtlich nochmal genau ausschaut, ist sehr intricate, also sehr, sehr delikat und sehr rechtlich verworren. Deswegen muss man da schauen, wie das mit Genen ausschaut. Aber generell, die Gene von einer Pflanze gehören allen. Zum Beispiel, wenn du etwas gentechnisch veränderst, du kannst die ähnliche Gene auch aus der Landrassenpopulation herausziehen. Da sind sowieso so viele Gene drin, in die wir bisher noch nicht eingetappt haben. Deswegen, es wird Sortenschutz geben und der aktuelle Sortenschutz oder Patent auf, ja, wie gesagt, es ist ein Riesenthema mit Patent auf Gene, Patent auf Sorten. Es gibt ja schon Patente auf Sorten. Wir müssen einfach schauen, wie wir jetzt Cannabis als Pflanze, die halt im Schwarzmarkt auch groß geworden ist, wo die meisten Sorten auch im Schwarzmarkt von Privatpersonen, nicht von Firmen und von einem Community-Genpool heraus geschaffen wurden, dass wir das jetzt nicht in Patente einschließen und einfach vor der Community jetzt die Pflanzen dann ihnen vorenthalten, ihnen wieder entziehen, diese Gene, die aus der Community ja gekommen sind. Hier drüben gibt es noch zwei Wortmeldungen, die ich spontan sehe. Und dann würde ich auch sagen, auch wenn es ein heikles Thema ist, würde ich das dann gerne abschließen. Nur zu einem letzten Satz. Also ich meine, jeder, der irgendwie eine Genetik bekommt als Gärtner oder was auch immer, dann hat er die. Punkt. Also das ist einfach so. Und deswegen schützt man seine Genetiken oder was auch immer. Und deswegen gibt es auch mal einen Ausverkauf. Er ist öfter in den USA. Irgendwie nach ein paar Jahren, wenn irgendwas rausfliegt, dann wird es an die Community gegeben für die Homegrow und so weiter. Also ja, also das regelt sich der Markt von selbst. Wie du es hast eben schön gesagt, ist, also A, gibt es ja nicht nur den Schwarzmarkt, sondern es gibt nur diesen Markt aktuell. Es ist zwar der Schwarzmarkt, aber ne, deswegen sollte man da viel genauer hingucken, wie die Dinge seit 20 Jahren im Schwarzmarkt gemacht werden. Denn nicht alles ist einfach da nur kriminell, sondern hat sich dort auch organisiert, hat Prozesse, gerade auch die, die so Strain-Namen und so. Ne? Das ist so, es gibt so tausende viele Sorten von verschiedenen Breedern, die schmecken alle anders, alle Phenos und so weiter. Niemand kann irgendjemand da irgendwas verbieten. Das ist einfach so. Wenn ich meine Pflanze schütze, dann gebe ich halt das nicht raus. Punkt. Und es ist auch jetzt offiziell ein Diskurs unter den Züchtern, was erlaubt ist und was nicht. Ist so. Darf ich F2s kaufen, als meine kaufen soll? Ich habe auch. Ah, nee, also F2s sind gut. Und damit breeden natürlich hier auch viele weiter mit den amerikanischen Genetiken. So und, aber dafür sind sie da. Das soll sich halt weiterentwickeln. Das ist halt so. Okay, vielen Dank. Dann dort hinten noch einen Redebeitrag, bitte. Ja, danke schön. Hallo, ich bin Tim. Ich habe mich noch nicht vorgestellt und ich frage mich die ganze Zeit, wie wir schon gehört haben und das dann, also welche Firmen können denn wirklich Gene-Editing betreiben? Ne? Das sind dann Firmen wie Bayer, halt Big Player. Und das ist nichts, was ein Privathaushalt oder auch mittelständische Unternehmen irgendwie in absehbarer Zeit durchziehen können. Und jetzt nehmen wir mal an, das ist legal und also wirklich ist wirklicher Eingriff in die Genom-Editing, ne? Also natürlich Kreuzen und so weiter, F2 ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, aber CRISPR-Techniken und so weiter, worüber wir am Anfang geredet haben, ist ja echt nochmal eine Sache, darüber muss diskutiert werden und das ist gar nicht mal so leicht. Und deswegen ist mein Ansatzpunkt, wenn das jetzt wirklich mal richtig krasse Sorten sind und die durch ihre CRISPR-Technik gute Ergebnisse erzielen, dann dominieren doch zwangsläufig die Big Player, die sowieso schon Big Player sind, irgendwann den Cannabis-Markt. Ich meine, wir reden dann von Marktregulierungen, aber wenn das dann die besten Sorten sind, ist es auch klar, dass das dann zwangsläufig das ist, was den Markt dominieren wird oder bestimmen wird. Und das macht mir Angst. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, stimmen wir das jetzt ab, aber vorher hatten wir, glaube ich, noch eine Antwortmöglichkeit zu ergänzen. Ich glaube, die Formulierung war ja, aber nur Indoor und sozusagen Containment irgendwie so. So, Abstimmung ist offen. Okay, dann schließen wir jetzt die Frage und die Ergebnisse bitte anzeigen.
Okay, 44% sagen, nein, wollen wir gar nicht haben. Ja, sagen 27%, aber nur mit Einschränkungen und möglichst nur indoor. 20% sind unentschieden und eindeutig, also vollkommen ja, nur 10%. Ich denke, das ist auch ein relativ eindeutiges Ergebnis gegen gentechnisch veränderte Pflanzen. Zumindest in der Absolutität. So, die letzten vier Fragen, um das jetzt ein bisschen zu straffen, weil die gehen eigentlich alle in eine Richtung, beschäftigen sich mit Isolaten und Zusätzen, also Zusätzen zu anderen Produkten und sozusagen Isolaten in Reinform beziehungsweise auch synthetisch hergestellte Reinformen von Cannabinoiden. Also dass ich zum Beispiel reines THC kaufen kann, was natürlich extrahiert worden ist als Isolat, oder ob ich es kaufe, wenn das THC aus CBD hergestellt worden ist, sozusagen auf einem halbsynthetischen Weg. Was auch möglich ist, oder es gibt auch Möglichkeiten, Cannabinoide komplett aus nicht, gar nicht halbsynthetischen Substanzen sozusagen herzustellen. Deshalb würde ich sagen, dazu jetzt würde ich die vier Sachen zusammennehmen. Also wollen wir Produkte haben, die angereichert werden dürfen? Ja, nein. Und wenn, dann wollen wir die sozusagen nur mit Extrakten aus einem Naturstoff der Blüte haben oder der Pflanze, oder wollen wir die auch im Labor herstellen dürfen als Reinstoff? Okay, da hinten ist die erste Wortmeldung. Ich weiß nicht, wo das Mikro ist. Und wenn es für euch okay ist, würde ich irgendwie noch 5 Minuten überziehen, dass wir irgendwie dazu noch, oder 10, dass wir noch kurz was sagen können. Meiner Meinung nach steht die Frage zwangsläufig im Kontext zu dem, wie wir mit Höchstmengen umgehen wollen. Also wenn wir sagen, nachher vom Beschluss her am Ende, 15% ist die Höchstmenge, das, was legal nachher sein wird, machen Isolate gar keinen Sinn mehr. Ja, machen wir das gleiche bei Edibles zum Beispiel, ja, macht das keinen Sinn mehr. Sind wir aber bei den oder bei den regulären Produkten oder bei den Edibles sehr offen, macht es auch keinen Sinn, hier plötzlich zu regulieren. Also für mich korreliert das 1:1. Gut, du könntest jetzt natürlich zum Beispiel, was ja auch gemacht wird, du könntest irgendwie einen Faserhanf vom Feld nehmen und den irgendwie mit THC anreichern. Und dann könntest du auch bei 15% oder 10% THC ankommen, aber das ist dann halt sozusagen nicht direkt aus der Pflanze, sondern das wird danach erst hinzugegeben. Also ich denke, dass das Hersteller machen würden, wenn es ihnen denn erlaubt wird, weil das sehr billig ist einfach. Aber die Frage ist jetzt auch, ob Kunden das dann kaufen würden. Also dieses einfach nur Faserhanf besprüht oder halt bestäubt, das hat ja dann auch weniger Geschmack, außer die hauen dann auch noch Geschmacksstoffe drauf. Ich bin der Meinung, wenn Isolate mit drin sind, also ich bin nicht gegen Isolaten, weil, wie gesagt, es gibt viele Argumente dafür, aber es muss klar deklariert sein, weil viele Leute, die wollen natürliche Produkte haben und deswegen Isolate, ja, aber deklariert. Okay, ich meine, als so, ob die Kunden das kaufen, da könnten wir auch sagen, das überlassen wir dem Markt. So, es gibt halt auch ja, Leute, gut, die trinken gerne Sternburg und die anderen trinken gerne irgendwie Budweiser oder irgendwas anderes, ein teureres Bier oder ein Craftbier, wo die Flasche 3 Euro kostet. Insofern, ich glaube schon, dass es einen Markt für sehr günstiges Cannabis auch in Deutschland geben wird. Okay. Also zu der Frage, ob das gekauft werden würde, kann ich, denke ich mal, bejahen, gehe ich von aus. Also wir hatten hier vor ein paar Wochen den 420 in Berlin, da wurde dieser Nutzern verteilt. Das war so ein Faserhanf, soweit wir das angeschätzt hatten, der mit irgendeinem CBD besprüht wurde, glaube ich. So sah das zumindest aus. Das war keine schöne Blütenstruktur, das war einfach nur so ein ganz trockenes, braunes Zeug, wie aus dem Tee gesammelt, wo halt scheinbar CBD drauf war, mit einem künstlichen Aroma. Das roch viel zu künstlich, das war halt wie ein E-Liquid eher. Scheinbar gibt es da so einen Markt für. Was wir auch, finde ich, bei der ganzen Frage mit Eigenverantwortung und so immer vergessen, wie gesagt, das kennen sich nicht alle Leute so gut aus wie wir und haben schon 20 verschiedene Sorten geraucht, sondern es gibt auch einen großen Teil, die kennen halt Kush, Haze und Standard und das war's. Und deswegen, ja, verkaufen schon, jeder sollte das machen können, wie er es für richtig hält, aber auch da wieder entweder vielleicht irgendeine Kennzeichnung drauf oder irgendwas, eine Beratung noch anbieten, irgendwas halt, um zu verhindern, dass einfach irgendwelche Leute es nehmen, ohne zu wissen, was sie machen.
sozusagen Produktkennzeichnung. Das ist kein Naturprodukt, das ist was da ist THC zugesetzt worden aus nicht pflanzlicher Quelle oder. Ja, dies ist keine natürliche Blüte, sondern enthält aufgesprühtes THC irgendwie so nach Motto. Okay. Meinetwegen. Und wie gesagt, auf die Potenz halt hinweisen bei Extrakten und oder irgendwie eine Beratung noch anbieten, wenn man das kauft. Genau. Okay, vielen Dank. Noch jemand, der hier vorne? Nur ganz kurz, also ich kann mich dafür nicht erwärmen. Ich wäre dagegen. Okay. Hier vorne war noch jemand? Ja, es wäre jetzt nur ein Satz gewesen, aber wir können ja davon ausgehen, dass alles, was im Laden landet oder da, wo wir den Zugang haben, das zu kaufen, immer sauber deklariert sein wird, egal was es für ein Produkt ist, wird immer, also da braucht man wirklich nur in die anderen Länder gucken, das ist so detailliert, also ich habe schon hier so Sourworms, da steht mehr drauf als so auf manchem, weiß ich nicht, aus dem Bioladen, ja, keine Ahnung. Also weißt du, so deswegen braucht man uns da, glaube ich, keine Sorgen machen, dafür sind wir auch in Deutschland, da wird alles sehr fein, säuberlich dann draufstehen überall. Von daher sollte alles zugelassen werden. Ich denke, es wird auf alle Produkte beraten, weil es immer mehrmals gesagt wird. Ich glaube, es ist Standard. Der Laden, der ist da auch daran interessiert, seine Kunden zu beraten. Denn Erstkunden kommen ja am meisten damit auch rein. Ja? Also das wird am Anfang auch so sein, die neugierig sind. Deswegen, der ist ja daran interessiert. Es ist nicht wie in Holland, wo die keine Ahnung mehr haben, weil die nur 9 Euro die Stunde kriegen, die Bartender. Und denen es scheißegal ist, was sie da für einen Kusch auf den Tisch legen. So, von daher, da werden wir einfach anders sein. Da haben wir auch einen höheren Anspruch an uns. So. Denke ich. Nur noch ein kurzes Argument dafür, dass man Isolate anbietet. Ich finde, das wäre natürlich auch eine total interessante Möglichkeit. Wenn ich jetzt einfach weiß, das hier ist eine Sorte, die rauche ich total gerne, die schmeckt gut, die wirkt an sich ganz gut, aber was, wie wirkt es sich da aus, wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr CBD reinmache? Oder ein bisschen CBN oder CBG, damit ich besser schlafen kann damit? Ich habe einfach immer mein Lieblingsgras und mache halt zum Abend noch ein bisschen CBN rein oder sowas in der Richtung. Ist sicherlich eine ganz interessante Möglichkeit, damit einfach zu experimentieren, die man vorher so nicht hatte. Und wenn wir es können, warum nicht? Es gibt Sorten, die das schon von Natur aus haben. Ja, musst du gut eingedeckt sein, ja. Ja, nur kurze Anmerkung, Alkohol, reinen Alkohol bekommt man auch frei verkäuflich ab 18 Jahren. Insofern würde sich die Frage stellen, warum sollte man es hier anders regeln, beziehungsweise könnte man es nicht einfach mit Warnhinweisen oder Ähnlichem, würde das nicht einfach schon genügen? Noch ein Satz, da tut sich auch ein Riesenmarkt auf, schon jetzt in Deutschland, der noch nicht ganz so publik ist vielleicht, aber ich sehe schon Köche, ich sehe schon Catering-Services, die Produkte machen. Ich sehe schon, also es gibt schon so viele Dinge, die schon in den Startlöchern stehen und da wird sich auch in der Gastro, auch Bars und alles Mögliche, also da braucht es solche, braucht es einfach diese Stoffe in Reinform. Ist einfach so. Okay, vielen Dank. Massen. Wenn jetzt nicht jemand noch einen ganz wichtigen Redebeitrag hat, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die letzten 4 Fragen einfach hintereinander abstimmen. Die gehen alle zum Thema Isolate bzw. halbsynthetische Cannabinoide, Reinform und Beimischung. Und wir starten jetzt mit der ersten Abstimmung. THC zum Beispiel als Isolat gibt es auch, aber nur in der Apotheke und also auch in die Richtung geht es natürlich. Und es könnte auch durchaus sein, dass in Zukunft bei einer Legalisierung auch andere Cannabinoide irgendwie noch reglementiert werden, wenn wir Pech haben oder Glück haben, je nachdem, wie das auch aussieht dann, ne? Die Regulierung und genau deshalb machen wir die ganze Veranstaltung heute auch. Ja, geht los jetzt. Okay, dann Ergebnis bitte. Okay, das ist relativ eindeutig. Die 47% sagen ja, wir wollen Produkte mit Isolaten angereichert. Die nächste Frage, genau. Isolate in Reinform wäre jetzt die nächste Frage. Ja, nein, können wir auch gleich direkt abstimmen, würde ich sagen.
ist offen. Okay, sieht so aus, als wenn die meisten durch sind. Ergebnis? Ja, mach mal Ergebnis. Haben wir auch wieder ein sehr eindeutiges Ergebnis, 84% ja, würde ich sagen, gleich weiter zur nächsten Frage. Jetzt quasi nochmal die gleichen zwei Fragestellungen, allerdings mit halbsynthetischen Cannabinoiden. Also es geht um natürlich vorkommende Cannabinoide, die allerdings nicht als Isolat aus Pflanzen gewonnen wurden, sondern im Labor aus anderen Ausgangsstoffen hergestellt worden, als Reinstoff sozusagen. Es geht nicht um, es geht bei diesen halbsynthetischen Cannabinoiden ausschließlich um Cannabinoide, die auch in der Pflanze vorkommen. Also es geht nicht um irgendwelche Stoffe, die sozusagen als Research Chemicals irgendwie auf dem Markt sind und sozusagen an den gleichen Rezeptoren andocken. Kommt in der Pflanze drin vor. Zwar minimalst Mengen, aber kommt in der Pflanze drin vor. Gut, dann Ergebnisse bitte. Gut, da haben wir jetzt überraschenderweise doch fast die Hälfte, die ganz klar sagt, nein, wir wollen keine halbsynthetischen Cannabinoide. Knapp 30%, die sagen ja, trotzdem. Und doch auch nochmal fast ein Viertel, was unentschieden ist bei der ganzen Geschichte. Okay, dann jetzt die letzte Frage und dann sind wir durch und können in die verdiente Pause gehen. So, halbsynthetische Cannabinoide in Reinform. Sieht so aus, als wenn alle durch sind. Dann Ergebnis bitte. Das ist relativ knapp. 40% nein, fast genauso viel ja und 22% unentschieden. Also das scheint allgemein so ein Bereich der Produktregulierung zu sein, wo selbst in der Community noch Diskussionsbedarf besteht. Heute haben wir schon ein bisschen diskutiert. Vielen Dank dafür bei den doch recht anstrengenden Temperaturen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle in die Pause. Dankeschön. Applaus